So, es gibt Neuigkeiten von zwei bekannten Maskenrappern, die schon Vorfreude machen auf das Release-Jahr 2022. Zum einen wäre da der mit Blut verschmierten Requisiten hantierende Entertainment, der verkündet über seinen Facebook-Account Folgendes. Wollte den letzten treuen Fans hier auf Facebook ein frohes neues Jahr wünschen. Album ist zu 80% aufgenommen. Wann das Album letztendlich erscheinen wird, steht noch in den Sternen wie Passwörter oder Gottesbilder von Kindern, aber bei fertigen 80% dürfte es nicht mehr lange dauern. Und da wäre noch ein anderer Maskenrapper, der sich nach langer Zeit wieder zurückmeldet, und zwar das freundliche Heizungsgesicht aus der Nachbarschaft namens Neo Unleashed. Er veröffentlichte einen Trailer zu seinem am 7.1. erscheinenden neuen Song namens Prolog. Der Song geht 5 Minuten und die ersten veröffentlichten Bilder machen schon Vorfreude auf den angekündigten Song. Außerdem gab Neo Unleashed Zusatzinfos bekannt, denn auf seinem YouTube-Kanal wird ein Doppelmusikvideo erscheinen. Einmal zu dem Song Prolog und zu dem Song Still Alive, womit Neo Unleashed womöglich vielleicht mal wieder ein ganzes Album oder eine EP bringen könnte. Wie gesagt, könnte, Konjunktiv. Sobald man mehr weiß, werde ich es euch hier mitteilen. Und für alle Writer da draußen, die ihre Skills und Lines mal von mir bewerten lassen wollen, denen empfehle ich dieses Video hier. Darin bewerte ich Lines aus meiner Community, die mir zugeschickt wurden. Also dringend auschecken. Ansonsten liebe Grüße vom Fischgesicht.